Ja, dann zu auch was Hörenswertem, nämlich zu Mord in Serie. Die Folge 9 ist erschienen, haben wir uns auch auf der Hörspielarena geschnappt. Da durften wir auch mit dem Herrn Piasecki ein bisschen reden. Das war sehr lustig, da könnt ihr nochmal reinhören, wenn ihr wissen wollt, wo Christoph Piasecki seine Allergieäpfel herholt. Allergieverursachende Äpfel. Die Folge 9 ist erschienen im Titel Fair Play. Tödliches Rennen. Und übrigens, wenn ihr ein paar Geräusche braucht, Hörspielmacher, ihr dürft euch bedienen bei dem Interview. Genau. Jetzt zu Fair Play. Ja, tödliches Rennen. Es gibt, glaube ich, sehr, sehr wenige Hörspiele, die sich mit Motorsport beschäftigen. Ich habe mal ein bisschen überlegt. Ich kenne nur eins. Ich bin auf Carrera gekommen, diese schreckliche Serie mit Leubner. Das hat, glaube ich, Leubner gemacht, ne? Stimmt. Und Testfahrer. Das sind die einzigen zwei, auf die ich gekommen bin. Mir fiel noch der Experten der Wanamaker ein. Der Wanamaker, richtig. Stimmt. Ja, die ist ja ziemlich gut. Ja, und Fair Play, das ist ein knalliges Action-Hörspiel. Sowas gibt's noch, Mensch. Ja. Mit Thriller-Elementen, das ist super Unterhaltung. Das ist popkörniger, geht's fast gar nicht mehr. Schön wendungsreich. Ja, wendungsreich und also ein großartiger Action-Thriller, der sehr, sehr viel Spaß macht. Richtig gut inszeniert ist. Also wirklich von diesen Formel-1-Effekten, das ja, reißt einen schon mit. Gut gemachte Action, ja. Ja, richtig ja, cool. Doch, das hat echt Spaß gemacht. Wie eigentlich alle anderen Mord-in-Serie-Folgen, nur eben hier wieder was völlig anderes. Das ist ja das Schöne daran, ne? Diese inhaltliche Abwechslung. Ja, auch schön mit den Klischees gespielt aus der Formel 1. Also man kennt so alles wieder. Da gibt es alles von dem Hündchen angefangen. Das fand ich sehr schön. Ja, doch. Ja, hat mir richtig Hund Spaß hat mir gut gefallen. Also allein wegen dem Hund lohnt es. Nein, doch. Also wirklich sehr schöner Thriller. Sehr viel schöne und gut gemachte Action. Dramatik. Ja. Also es passieren auch wirklich schlimme Sachen. Das ist ja schon ziemlich dramatisch und drastisch, was da passiert. Also Formel 1 Fans, das ist euer neues Lieblingshörspiel. Auf jeden Fall. Ja, dann steigen wir in die finsteren Tiefen des Hörspiels ab. Ja, eine Serie, die wir schon öfter abgewatscht haben, aber auch schon mal gelobt haben, aber ja, die einen leicht neuen Tiefpunkt erreicht hat. Und zwar geht's um Offenbarung 23. Die kam mit der Folge 46 Lizenz zum Gelddrucken. Ja, das ist eine Folge, ja, also manchmal hat man ja den Eindruck, also okay, man schafft es zu einer Verschwörungstheorie, weil immer einer Kritikpunkt, dass man alles zu dieser Verschwörungstheorie in eine Folge passt. Da dachte man, okay, jetzt kommt irgendwas zur Finanzkrise und das kommt dann auch. Aber da packt man fast gar nichts davon rein. Also das minimiert man auf einen Ausgangspunkt, der eigentlich lachhaft ist. Also ich dachte eigentlich für eine so globale Finanzkrise, dann einfach so einen einfachen Auslöser dahinter zu packen, das fand ich schon ziemlich schwach. Also wer da dachte, okay, jetzt kommt wirklich was Fundiertes dazu, der dürfte da reichlich enttäuscht sein. Das ist aber, glaube ich, noch gar nicht mal das Schlimmste an der Folge. Das Schlimme ist wirklich die Geschichte, die drumherum gesponnen wird. Ich habe ja schon vermutet, dass das, was in der letzten Folge am Schluss passiert ist, überhaupt gar keine Rolle spielt. Ja. Aber dass da so dreist einfach drüber weggegangen wird, ich finde das dreist dem Hörer gegenüber. Ja, ich könnte mir schon, also ich habe so eine gewisse Idee, wie das Ganze, dass man da vielleicht doch nochmal zurückkommt und dass das jetzt quasi nur so ein Intermezzo ist. Aber das macht es jetzt eigentlich nicht besser, weil zum einen die Folge losgelöst zu hören, ist es erstmal sehr, sehr komisch, weil alle Charaktere stehen wie immer auf dem Kopf quasi. Also es dreht sich mal wieder alles. Es gibt keine oder fast keine Figur, die bei ihren ursprünglichen Handlungen bleibt, beziehungsweise oder bei der ursprünglichen Art. Also fünfmal schon wieder zurückgekehrt ist. Einfach. Ja, also es gibt da keine, ja, wie sagt man, Konsequenz in den Figuren. Und dadurch kannst du keine Bindung aufbauen. Wie denn? Ja, das ist halt total schwierig. Und das mag ja sein, dass man das vielleicht in einer anderen Folge, dass man dann sagt, ah ja, so war das gemeint. Das nützt einem aber jetzt bei der 46 noch nichts. Und das ist halt so ein Problem. Also das mag alles gut inszeniert sein. So vom Handwerklichen will ich da gar nicht drüber meckern. Ja, aber bei mir geht's beim Skript schon los. Ich stolper von Dialog zu Dialog. Also die Dialoge sind so furchtbar teilweise. Es tut mir leid, Das Skript ist, wie so oft in der Serie, nicht besonders gelungen. Nee. Also es lebt zwar diesmal nicht von den
über monologisierten Sachen. Das ist diesmal tatsächlich gar nicht so schlimm, aber also das sind Dialoge drin, wo ich dachte, das kann doch nicht dein Ernst sein, wo er das erklärt hier mit dem Stecker und so weiter. Ja. Wen interessiert das denn? Das interessiert doch keinen. Das ist doch Nebensache. Mach das Ding hin und gut ist. Wie gesagt, das kann natürlich sein, wie gesagt, dass man mit der Folge 47 oder 48 oder 50, was auch immer, irgendwann sagt, ja. Aber ich fühle mich mit der 46 sowas von verarscht. Und zum jetzigen Zeitpunkt muss man sagen, das ist... Und den Schluss natürlich mal, der Schluss, der setzt dem Ganzen dann wirklich nochmal die Krone auf. Weiß nicht, wie oft das jetzt schon passiert ist innerhalb der Serie. Ja. Das ist, nee, also ich habe keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Also wirklich, ich bin, ein bisschen erbost. Ja. Das kann einfach nicht sein. Es läuft ja anscheinend ganz gut, die Serie, von daher, okay. Das Spannendste an der Folge sind tatsächlich die Wikipedia-Einträge. Okay, diese Idee mit dem virtuellen Geld, das ist jetzt zwar auch nichts Neues, aber ja. Ja, mir war es nur insgesamt zu wenig. Also da hätte ich mir doch schon ein bisschen mehr Substanz erwartet. Das ist immer so, wenn man denkt, jetzt kommt eine große Verschwörungstheorie und jetzt kann man doch da hätte man wirklich ansetzen können, da kommt man mit so was Lachhaftem rüber. Das wirkt dann auch einfach nicht glaubhaft und das führt dann eigentlich alle Verschwörungstheorien, die es da gibt, die vielleicht sogar eine gewisse Berechtigung haben, ad absurdum. Das Beispiel, was ich schon mal gesagt habe, mit dieser Mann-im-Mond-Dokumentation, wo man so eine Stunde lang hingeführt wird und dann denkt, ach ja, stimmt, diese Verschwörungstheorie, da ist ja durchaus was dran und dann zum Schluss gesagt wird, das ist alles fiktiv und nur so zusammengeschnitten, dass es so klingen soll und man denkt dann, ah, doch alles Käse. Ja, das mag ich ja. Ja, ja, vom Grundsatz her schon, aber dass man dann plötzlich, dann stellt man das Komplette in Frage und sagt, also wenn da eins falsch ist, dann ist dann alles falsch. Das kannst du bei so einer Serie nicht machen. Und das passiert, ist halt bei so einer Serie tödlich, also wo es da quasi tatsächlich darum geht, die Leute auf so eine Verschwörungstheorie einzuschwören, ist das halt schwierig, ja. Ja, ich würde gerne mal 3 Punkte rausgreifen und dann wirklich einfach mal so dahingestellt lassen, ob das denn bitte aufgelöst wird. Punkt 1, was passiert im Übergang von 45 zu 46? Nolo und T-Rex werden von Kim und Co. eingesprengt in diesem Berg. Was ist passiert, frage ich an wen auch immer. Punkt 2, T-Rex ist böse. Warum ist T-Rex auf einmal böse? Ja. Und Punkt 3, Spoiler, warum wird er erschossen am Schluss? Und lebt dann wieder in der 47, das kann ich ja jetzt schon sagen. Ja. Tja. Ja, wie gesagt, ich habe eine Theorie, aber die bestätigt sich halt in Folge 46 nicht. Und, also insofern darf man sich mit Folge 46 durchaus verarscht werden, wenn es auch vielleicht in 47 aufgelöst wird. Das nützt einem ja, wie gesagt, in dieser Folge nichts. Ja, einmal durchatmen und Kaffee einschenken. So, jetzt kommt was etwas Außergewöhnlicheres. Und zwar, Sebastian Fitzeks Amok-Spiel ist bei Audible erschienen. Das ist jetzt das zweite ungekürzte Hörspiel, also quasi der komplette Roman, Szene für Szene umgesetzt in ein Hörspiel. Hat man eigentlich bisher, glaube ich, so noch nie gehabt, also dass eine Literaturumsetzung komplett umgemünzt wird in ein Hörspiel. Das ist hier wieder passiert und das war mein erstes und ich war echt angetan davon. Also ich dachte immer, umgekürzt, also so ein Roman 1:1, ein Hörspiel lebt ja eigentlich davon, dass es verdichtet ist auf das Wesentliche. Aber das hat trotzdem funktioniert. Also das war durchweg spannend und ich habe das auch in quasi einem Rutsch gehört und es hat mich auch schon in den Bann geschlagen, muss ich sagen. Wenngleich natürlich viele Klischee-Elemente aus der Thriller-Geschichte drin sind, also diese Wechsel, die immer auftauchen, die Wendungen sind alle teilweise ein bisschen vorhersehbar, aber ich fand's durchaus spannend. Ja, es ist schon krass, also ich auch, ich habe 7 Stunden am Stück das Ding gehört. Ja. Und wenn man wirklich 7 Stunden verbringt mit den Figuren und in dieser Geschichte, das ist schon nochmal was anderes, als wenn man dann wirklich ein kurzes Hörspiel hört, das einfach so an einem vorbeifliegt. Also allein dadurch, dass man mehr Zeit investiert und das so gut gemacht ist, dass man dabei bleibt, das zieht einen schon anders in die Geschichte rein. Da ist man schon tiefer drin irgendwie. Ich fand's tatsächlich auch wirklich gelungen. Also ich hätte auch im Leben nicht gedacht, dass das funktioniert. Liegt natürlich so ein bisschen, also natürlich erstens an der knalligen Geschichte. Die Geschichte ist sehr temporeich, sehr, sehr temporeich. Und dann natürlich der Cast ist richtig, richtig, richtig gut. Also gerade die Hauptpersonen, die sind einfach so gut besetzt, dass man einfach drinsteckt von Anfang an. Was ich erstaunlich fand, ist, dass gerade diese temporeiche Geschichte in dieser zeitlich gedehnten Form funktioniert. Ja, und ja, das, es gibt über 7 Stunden das Tempo aufrechtzuerhalten, das ist schon, schon aller Ehren wert. Ja. Ich fand es auch ein bisschen, es ist wirklich klischeeüberladen teilweise, die Geschichte.
Aber es hat mir auch schon mal das mit den Klischees, das kann ja funktionieren, wenn man das richtig macht. Und der Fitzek macht das schon richtig. Der bedient das halt richtig und macht die Figuren trotzdem so interessant. Das verbunden natürlich mit den Sprechern dann auch noch, dass, ja, dass man denen das abnimmt. Und er schafft das halt irgendwie, ja, so knallige Szenen zu machen. Gerade mit dem Anfang, mit dem Selbstmordversuch, dem Unterbrochenen. Das packt einen schon am Anfang. Da ist man schon drin in der Figur. Ja. Das funktioniert. Spannend fand ich natürlich dann vor allem die Geschichte, wenn es an so Punkten, an so Peak-Punkten ankommt, wenn ganz, ganz viel auf einmal passiert. Ja. Das ist ja, also im Buch ist das ja einfach. Da hast du kein Problem, irgendwie Parallelhandlungen an so einer, ja, Spannungsspitze zu lesen. Aber da vorgetragen und das in einem Hörspiel integriert, das ist schon schräg. Also gerade die Szene mit der Besetzung des Studios, wo halt das erste Mal, ja, quasi, ja, rauskommt, um was es jetzt eigentlich geht und die Waffe gezückt wird, das ist ja halt alles zerdehnt durch den Sprecher, diese Szene, die ja ganz kurz ist eigentlich. Und das fand ich spannend zu beobachten. Es gibt ja mehrere so Peak-Stellen. Das funktioniert tatsächlich. Also Hannah Steiner hat das irgendwie auch so hingekriegt, dass das trotz der eigentlich ungewöhnlichen Dehnung der Zeit an der Stelle funktioniert. Ja, das ist wirklich eine ganz, 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 ganz spannende Sache. Also ich hätte nicht gedacht, dass es funktioniert, aber Hut ab, das klappt ja tatsächlich. Und das könnte ja, wirklich eine neue Form sein. Ich habe auch gedacht, es wird mehr so eine inszenierte Lesung werden, also zwangsweise, aber den Eindruck hat man eigentlich nie gehabt. Also es ist wirklich, obwohl relativ viel Erzählanteil drin ist, wirkt es gar nicht so leserhaft. Also es ist tatsächlich ein richtig gelungenes Hörspiel draus geworden. Ja, ist erstaunlich. Also ja. Hut ab, wirklich, dass man hat sich natürlich aber auch den richtigen Stoff gewählt. Ich glaube, mit einem anderen Stoff würde das irgendwie auch nicht funktionieren wahrscheinlich. Also mit einem weniger temporeichen Stoff irgendwie. Ja, also gerne mehr davon. Ja, Heimer. Das ist wirklich stark. Und es ist irgendwie schon irgendwie was Neues. Es ist so eine neue Form des Erzählens und es ist eine neue Form des Hörspiels. Da werden echt Grenzen ein bisschen ausgelotet. Ist halt natürlich aufwendig und eigentlich nicht ganz billig. Allerdings gibt es bei Audible ja auch die gewissen Möglichkeiten, das über ein Abo zu beziehen und dann ist es eigentlich zum Spottpreis zu bekommen. Ja. Und das lohnt sich. Aber es lohnt sich, es würde sich auch zum vollen Preis lohnen. Auf jeden Fall. Finde ich schon ein herausragendes Stück. Ja, damit sind wir jetzt eigentlich, glaube ich, durch mit dem, was wir gehört haben aus dem Monat Juni. Wir lesen jetzt gerade noch das, was wir euch im letzten Orcast schon vorgestellt haben. Das sind ja auch ein paar, tatsächlich, die wir schon gehört hatten und im Orcast 20 euch schon mal ans Herz gelegt hatten. Zum Beispiel war das Anton Tschechow, Das Streichholz unterm Bett, ist erschienen bei PDAX. Ja, sehr unterhaltsam. Ich habe es jetzt auch komplett gehört. Dann nochmal PDAX, Gregor von Rezoris, Atalanta, die Jagd in Kalidon, das Special Interest Hörspiel, das wir später auch noch in der Verlosung haben werden. Ah, freut uns drauf, genau. Alle, die mitgemacht haben. Ja. Dann haben wir nochmal PDAX. Das hört ja gar nicht auf mit PDAX. Horst Mönnisch, Prozessakte Vampir, diese sehr interessante Jagd in der Nachkriegszeit nach verschollenem Schmuck. Ja, richtig gutes Ding. Und nochmal PDAX, Karl-Heinz Zeitlers Grusellen vor Mitternacht, das wir, glaube ich, auch noch verlosen werden. Ja, Sachen gibt's. Und dann hat mir eins, das hat mir sogar schon im Orcast 19 vorgestellt, weil wir fälschlicherweise angedacht haben, es käme schon im Mai, aber es kam erst zum Anfang Juni raus. Olivia, manchmal kommt das Glück von ganz allein. Eine wunderbar anrührende Kindergeschichte aus Holland. Sehr empfehlenswert. Könnt ihr euch auch mal antun? Ebenfalls empfehlenswert. Die erste Folge von Tom Shark, Das Hotelgespenst, bei Marktopolis erschienen. Ja, sehr schön. Isn't it? Bis auf das, ja. Ja. Okay, und dann ist im Juni noch erschienen, was wir euch noch nicht vorgestellt haben, aber auch nicht gehört haben und insofern nur erwähnen dürfen. Da geht's los. Ja, es war eindeutig ein Einhorn und kein Pferd. Philly, Folge 11, Jewel und das Zauberverbot, erschien bei Europa. Die Folge 42, der Geisterschocker, die Vampir-Lady, bei der Romantruhe Audio. Das werden wir vielleicht auch noch irgendwann nächsten Orcast nachtragen, könnte ich mir vorstellen. Hexe Lilly und der kleine Delfin, ebenfalls Europa. Ein wunderschöner Titel. Dann, Ein Gespenst kommt selten allein, bei Audiolino, auf das ich mich schon sehr freue. Ja. Das ist der dritte Teil der... Friedhofstraße 43. Friedhofstraße 43, genau.
sehr unterhaltsam bis jetzt gewesen. Da freue ich mich sehr drauf. Das ja, und im Herbst kommt auch schon der vierte Teil. Also es tut sich da einiges. Wir haben es, also wir tragen es auf jeden Fall im nächsten Orcast nach. Es kam allerdings jetzt so knapp vor der Aufnahme, dass wir es nicht mehr hören konnten. Aber das liegt schon hier und ist auf jeden Fall im nächsten Orcast drin. Dann Kati und Azuro. Folge 5, Kati auf der Flucht. Vor wem? Weiß ich nicht. Ja, aber von Europa. Von Europa. Larry brennt. Folge 10, Mordaugen, die getauschte Folge, die erscheint Ende Juni und ja, wir sind gespannt. Das könnte man auch noch nachtragen, gehe ich mal von aus. Ebenfalls wahrscheinlich die Folge 6 der Pollution Police, das Geheimnis des Bergklosters. Und wieder was von Europa erschienen am 7.6. Schnuffel Folge 7, Abenteuer auf der Trauminsel. Da werden wir von uns nichts mehr hören. Nein. Dann die Schwarze Fledermaus, die neue Serie aus dem Hause Winterzeit mit Folge 1, das Zeichen der Schwarzen Fledermaus. Ich denke mal, das werden wir nachreichen im nächsten Monat. Vermute ich mal schon. Dann haben wir noch drei Sachen, die der SWR zum Download stellt. Das ist ja ein Verfahren, was die jetzt schon seit einiger Zeit machen. Das ist allerdings immer ein bisschen untergegangen bei uns auch, weil es halt eben nur als Download erscheint, bei vielen Download-Portalen erhältlich ist. Audible ist es drin, allerdings mit etwas Zeitverzögerung. Also die Sachen erscheinen immer zum Ende des Monats. Da gibt es jetzt Ende Juni Björn S.C. Deigner Sich abarbeiten, eine SWR-Produktion aus dem Jahre 2012 zum Beispiel. Und Kurt Tucholskys Ausflug nach Rheinsberg, SWF-Produktion von 1962. Es gibt mehrere Rheinsberg-Vertonungen, oder? Ja, ja. Also das ist also nicht die, halt die wir schon mal vorgestellt haben. Noch. Das ist die, wir hatten, glaube ich, die Rundfunk der DDR-Fassung. Hier ist eine SWF-Fassung, die ich auch überhaupt nicht kenne, die auch nirgendwo gelistet ist. Also ich habe darüber nichts finden können. Bin da sehr gespannt drauf. Das muss ich mir unbedingt holen. Also das interessiert mich auf jeden Fall. Dann gab es noch Wolf Schmidt, die Leute von nebenan. Ich fürchte, man könnte morgen tot sein. Der Originaltitel heißt, glaube ich, leicht anders. Ich glaube, der heißt nur, man könnte morgen tot sein. Die Reihe Die Leute von nebenan ist eine 20- oder 21-teilige Hörfunkreihe aus dem Jahr 1950, 51, 52. Ganz frühe Arbeit von Wolf Schmidt. Wolf Schmidt kennt man wahrscheinlich am ehesten als Papa Hesselbach. Der hat ganz viel fürs Radio geschrieben, also neben den Hesselbachs auch. Also wer den Humor und diese sehr 50er Jahre angehauchten Sachen mag, der sollte da mal reinhören. Bis jetzt fand ich das immer sehr unterhaltsam. Also da gibt's auch nichts, was mich da jemals gestört hätte. Ist das ein Krimi oder was ist das? Ich glaube nicht, das ist ähnlich wie die Hesselbachs wahrscheinlich, so eine Art Sitcom aus den 50ern. Mhm. Sehr schön. Ja, damit sind wir durch im Juni. Ja, das ging ja zügig. Aber das nehmen wir mit. Ja, es war auch viel Masse. Das stimmt. Ja, von wegen Sommerloch. Dann hören wir uns gleich im Mai, oder? Jo, bis gleich. Bis dann.